Hallöche Leute und viel Spaß bei Karlchen Knacks Morgenroutine. Normalerweise erwache ich morgens ganz zärtlich, wenn die ersten Sonnenstrahlen mein Näschen kitzeln und die Vöglein ihr liebliches Lied zwitschern. Karlchen, Karlchen, los, wach auf! Beweg dich, Karlchen! Bist du endlich mal wach? Was ist los? Wie spät ist es denn? Karl, du weißt doch, dass ich gerne ausschlafe. Warum weckst du mich? Du glaubst doch nicht, dass du jetzt ausschlafen kannst, Karlchen. Wo wir doch so viel zu tun haben. Guck doch nur mal, was wir noch alles zu erledigen haben wegen der Hochzeit. Hier, Karlchen, diesen Stapel musst du abarbeiten. Heute musst du mal was machen. Will der einfach alles auf mich abwälzen? Also so nicht, Freundchen. Das ist doch hoffentlich nicht dein Ernst, Carla. Du weißt doch, was heute für ein Tag ist, oder? Ja, natürlich weiß ich, was heute für ein Tag ist. Der Tag, an dem Karlchen Knack sich mal an unserer Hochzeit beteiligen wird. Und nicht wie immer faul den ganzen Tag rumliegt. Ah, was soll das? Karlchen, was fällt dir ein? Volltreffer. Und ich habe hier noch mehr. Du wirst es ja wissen, du hast sie mir gerade gegeben. So nehme ich nicht, Carla. Heute ist der Tag, an dem ich unseren Zuschauern meinen Morgen zeige. Da hast du nichts zu suchen, alles klar? Wie bitte? Was ist denn so das Besondere an deinem Morgen? Warum nicht mein Morgen, Karlchen? Ich bin schließlich genauso wichtig wie du und überhaupt. Ja, schon gut, Liebling. Und jetzt raus. Wie bitte? Also, ich meine damit, es wäre toll, wenn du mir Frühstück machst und ich regel hier alles weitere, okay? Du brauchst dich um nichts kümmern, Liebling. Na gut, Karlchen. Sehr gut. Also dann, husch, raus aus meinem Video. So, Carla, werden wir jetzt erstmal los. Ach Mist, jetzt wo sie weg ist, bleibt das Bett wohl an mir hängen. Und los, hau ruck. Tada! Ich weiß gar nicht, was Karl immer so hat, ist doch voll easy. Okay, bis zum Frühstück dauert jetzt aber noch eine Weile. Aber ich habe jetzt schon Hunger. Aber ich weiß auch, was ich machen kann. Das hier wird die erste kleine Gaunerei des Tages. Okay, sie ist beschäftigt. Psst. Wir müssen jetzt ganz leise sein. Karl hat nämlich ein sehr, sehr gutes Gehör. Und deshalb... War da was? Ha, seht ihr? Habt ihr gesehen? Okay, dann wollen wir mal. Also, Karl hat mir verboten, vor dem Essen noch was zu naschen, aber das kriegen wir hin. Ich kann sie ganz leicht austricksen. Und zwar hiermit. Denn so wie Karla Kleingeld klimpern hört, kann sie nicht anders als hinzurennen. Und zack. Jetzt bin ich mir aber 100% sicher, dass da was war. Das schaue ich mir mal genauer an. Okay, perfekt. Jetzt ist die Küche unbewacht. Also, wir können jetzt schnell zum Kühlschrank schleichen. Aber sie können jeden Moment wiederkommen. Also, pscht und schleichen. Weil ich der Karlchen bin. Okay, mal schnell gucken, ob die Luft noch rein ist. Ja, sieht gut aus. Das weiß doch jedes Kind. Okay, da ist schon der Kühlschrank. Oh Mann, ist das hier unten dreckig. Könnte Carla ruhig mal wieder putzen. Okay, ich bin am Kühlschrank. Tada! Okay, mal schnell nochmal checken, ob die Luft rein ist. Ja, da auch. Oh, ein Penny. Den bringe ich mal sofort in meine Spardose. Oje, sie kommt schon wieder. Oh, ich muss mich schnell verstecken. Nur wo? Kühlschrank ist ja kein Platz. Und unterm Tisch findet sie mich. Warte mal, hier. So, jetzt pscht. Der Penny kommt gleich in meine Spardose. Okay, jetzt schnell. Ab zum Kühlschrank und eine Süßigkeit mopsen. Was haben wir denn Schönes? Uiuiui, wer die Wahl hat, hat die Qual. Aber nur eine Kleinigkeit. Ah, was ist das denn? Du gehörst mir, du leckere kleine Süßigkeit. Seht ihr, so einfach ist das, sich vor dem Frühstück noch einen Riegel zu stibitzen. So, jetzt Kühlschrank zu und nichts wie weg hier. Karlchen, was machst du da? Carla, was machst du da? Das frag ich dich, Karlchen. Du weißt genau, dass ich dir verboten habe zu naschen. Her mit dem Schokoriegel. Der ist konfisziert. Ich rufe dich, sobald es Essen gibt, habe ich gesagt. Und nun mach, was du sonst jeden Morgen machst. Verstanden? Okay, Carla. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie ich meine Knackfähigkeiten auf dem Laufenden halte. Also, an diesem Safe hier übe ich meine Fingerfertigkeit. Und ich bitte Carla, jeden Abend die Kombination des Safes zu ändern, sodass ich jeden Morgen eine neue Herausforderung habe. Na dann, wollen wir unser Fitnessprogramm mal beginnen. So, dann wollen wir mal hier ein wenig... Oh, dieser Sound ist einfach so schön. Okay, und hier unten noch den hier. So, okay, ich denke, das sollte reichen. Und hau ruck. Super. Oh, wie schön das funkelt. Carla, Liebling, morgen bitte einen schwereren Code, danke.
Weiter geht's zum schönen Teil. Denn wer so viel Gold hat, muss sich auch drum kümmern. Deshalb poliere ich jeden Morgen vor dem Frühstück meine Goldbahn auf Hochglanz. So, mein Baby, jetzt wollen wir dich mal ordentlich polieren. Ja, oh, schön, wie du glänzt. Perfekt, hübscher Mann. Okay, dann wären wir hier fertig, das war der letzte. Ah ja, perfekt, dann kann ich mich direkt meinem nächsten Punkt des Morgens widmen. Jeden Morgen verbringe ich mindestens 30 Minuten hier in meiner kleinen Kommandozentrale. Hier höre ich Polizeifunk ab und checke, was sonst noch so in der Stadt abgeht. Ich kann über diese Kommandozentrale zum Beispiel auch sämtliche Kameras in der Stadt steuern und schauen, was in den Gebäuden abgeht. Werfen wir doch mal einen Blick in die Bank. Mal sehen, ob es hier irgendwas Neues gibt. Ach ja, zum Glück ist heute ein ruhiger Tag. Ja bitte, was kann ich für Sie tun? Ach, Mr. Moneybag, welch Ehre, Sie wieder hier in unserer Bank begrüßen zu dürfen. Was kann ich für Sie tun? Ich habe mich entschieden, shoppen zu gehen, so wie die jungen Leute das heutzutage nennen. Damals hieß es ja einfach noch einkaufen. Zu diesem Zweck benötige ich Zugriff auf mein Verlies. Ich würde gern einen Goldbarren abheben, ist das möglich? Ein Goldbarren, aber selbstverständlich. Ein Moment, ich schließe sofort den Tresorraum auf. Oh, das sieht aber mau aus. Da haben Sie aber Glück gehabt, Mr. Moneybag. Das ist der letzte, den wir noch haben. Aber zum Glück kommt ja heute die neue Geldlieferung mit neuen Goldbarren und neuem Geld. Aha, die Bank ist also leer? Sehr interessant. Mal schauen, ob die Polizei mir noch weitere sachdienliche Hinweise liefern kann. Kommissar Hagrid, wir sind die Strecke jetzt schon dreimal abgefahren. Reicht das nicht? Nein, 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 Officer Weasley, man kann nicht vorsichtig genug sein. Ihr wisst doch selbst, wie oft diese Bank schon ausgeraubt wurde, alleine von Karlchen Knack. Deswegen sind wir lieber übervorsichtig und wappnen uns für alles, verstanden? Aber wir kennen die Strecke doch jetzt in- und auswendig. Was kann denn da groß passieren? Übertreiben Sie jetzt nicht ein wenig? Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, nicht wahr? Aus diesem Grund werden wir jetzt auch noch weitere Männer anfordern. Hallo, Polizeizentrale, hier spricht Kommissar Hagrid. Ich fordere hiermit noch zwei weitere Streifenwagen an für die Eskorte des Geldtransporters. Hier, Polizeizentrale. Verstanden, Officer Hagrid. Autos sind unterwegs. Oh, wie interessant. Danke, Officer Hagrid. Heute steht also ein Geldtransport zur Bank an. Ja, dann weiß ich ja, was ich nachher zu tun habe. Karlchen, komm runter. Frühstück ist fertig. Oh, perfektes Timing. Ich komme, Liebling. Oh, lecker Frühstück. Ihr müsst wissen, Carla ist wirklich eine ausgezeichnete Köchin. Und am liebsten mag ich zum Frühstück ja eine schöne, saftige Fleischkeule. So, Karlchen, Frühstück. Super, schnell, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Carla-Liebling, was ist das? Da liegt ein Gemüse auf meinem Teller. Wo ist mein Fleisch? Ja, Karlchen, ist schon richtig, dass da Gemüse liegt. Ich habe dich nämlich auf Diät gesetzt. Damit du auch in deinen guten Smoking passt bis zur Hochzeit. Verstanden? Oh nö, nicht schon wieder Hochzeit, Carla, bitte. Du ruinierst mir noch mein Video. Die Leute wollen noch sehen, wie ich meinen normalen Morgen verbringe. Keine Widerrede, Karlchen. Du isst, was auf den Tisch kommt. Ich möchte schließlich, dass unsere Hochzeit gut abläuft. Ja, Liebling, schon klar. Und jetzt raus mit dir. Raus, hey, raus, raus. So, das war's also mit dem Frühstück. Jetzt noch schnell Zähne putzen und dann geht's ab. Okay, hier in unserem hübschen Badezimmer kann man sich mal entspannt die Zähne putzen. Dafür braucht man natürlich eine Zahnbürste. Und los geht's. Immer schön Zähne putzen nach dem Essen ist das A und O für ein strahlendes Lächeln. So wie meins. So, das war so das Zähneputzen, aber ein gestandener Kerl wie ich muss ich natürlich auch rasieren. Okay, das sollte reichen. Ab ins Gesicht damit. Jetzt brauchen wir noch das Rasiermesser. Obwohl, jetzt wo ich es mir genau überlege, eigentlich rasiere ich mich ja gar nicht. Ah, wieder weg damit. Naja, immerhin riecht mein Gesicht jetzt gut. Okay, jetzt sind wir ja so fertig. Weiter geht's zu meiner Lieblingsbeschäftigung des Tages. Jetzt bin ich auf dem Weg ein bisschen durch die Stadt. Ihr müsst nämlich wissen, da Toni und ich so eine enge Bekanntschaft pflegen, kann ich es mir nicht nehmen lassen, ihn einmal am Morgen zu ärgern. Das ist sozusagen meine Lebensaufgabe. Dafür überlege ich mir extra jeden Tag einen neuen Streich. Und heute habe ich wieder was ganz Besonderes im Petto. Na los, kommt mal mit, da vorne wohnt er schon. So, hier wohnt Toni, die alte Socke. Und für meinen Streich brauche ich den Schleimblaster 5000. Okay, dann passt mal auf jetzt. Toni! Hey, Toni! Guck mal raus! Hä?
Karlchen, was machst du denn hier am Morgen? Los, verschwinde, sonst verknacke ich dich. Friss das! Hey, stopp, stopp! Was soll das? Was machst du da? Hör auf, mein Haus zu verschleimen. Ah, Karlchen! Habt ihr gesehen, wie der geguckt hat? Mann, oh Mann, oh Mann, ist das lustig. Okay, Leute, das war also meine Morgenroutine. Wie sieht's aus? Wollt ihr Carlas Morgenroutine auch sehen? Gebt dem Video einen Daumen hoch für Ja und einen Daumen runter für Nein. Oder schreibt uns in die Kommentare. Hier links oben in der Ecke könnt ihr mich übrigens abonnieren. Dafür müsst ihr nur auf mein charmantes Lächeln klicken. Und wenn ihr direkt weiterschauen wollt, dann klickt auf eins der beiden Videos rechts im Bild. Also dann, Leute, macht's gut.